Ja. So, messen wir mal eben ab. Okay, dann nehmen wir statt einem Bomber jetzt Quistus mit ins Game. Probier ich wieder bei. Ich gehe nochmal zu dem Fanclub-Typen. Mal gucken. So, also. Warte, hier waren unsere... Ah, Mensch. Bomber, also nur noch zwei Bomber. Den Invictus. Ifrit und Quistus. Oha. Gut, wenn ich nicht will, dass dann jetzt erobert, mit der Karte da oben, die ich sehe, müsste ich jetzt Quistus nach oben legen. Oder... Oder kann ich vielleicht noch eine andere Karte? Warte mal. Wenn der uns jetzt da, hier links oben, wenn der uns jetzt hier erobert. Mit der Feuerdrachenkarte da. Oder Bumbumdrache heißt er, glaube ich, hier. In 9 waren es einfach, glaube ich, nur Feuerdrachen. Hat er aber keine andere 7 mehr. Aber wir können den auch nicht erobern. Er hat da auch nichts, womit er... Doch, nee, er könnte sie aber auch nicht erobern. Okay. Das hat uns jetzt auch wenig gebracht. Leider auch wenig gebracht. Ja, wir müssen. Er muss uns halt leider erobern. Mal gucken. So, dann haben wir zumindest ein Unentschieden. Gut, probieren wir es mal nochmal. Ohne Mobile-Karte, krass. Na, wir versuchen es mal halt, ne? Das war nämlich klar. Warte mal, ich kann aber den Mobile holen. Okay, cool. Krass. Okay. Aber wenn ich den Morbold jetzt reinhole, wen nehme ich denn dafür da raus? Wieder einen Bomber? Warte. Ja, okay. Wo ist denn der Morbold da? Unser Invictus ist da aber auch noch. Okay, jetzt wird es langsam interessant. Das war jetzt nicht so wirklich clever von ihm, habe ich so das Gefühl.
So, da war glaube ich jetzt aber keine neue Karte dabei. So, warte, das war jetzt wieder ein Bomber, ein Invictus, Morboy und die zwei. Da hat glaube ich keinen Bock mehr auf so gute Karten. So. Okay. Das heißt, wir müssten uns schon trauen, zu dem anderen wieder zurückzugehen. In der Bibliothek. Aber da war, glaube ich, noch ein Mädel, der wahrscheinlich, glaube ich, auch nur Level 5 Karten. Dann spielen wir jetzt noch einmal gegen den hier und ansonsten halt, wie gesagt. Ach, jetzt hat er ein paar Level 5 Karten, wie ich sehe, oder? Warte mal. Aber er hat nichts besser als eine 7, wenn ich das so richtig sehe. Das heißt, er könnte unseren Morball unten links nicht holen. Genau. Jetzt können wir Ifrit nach da legen. Und den Morball holen. Okay, warte. Und der Christie hier den tun. Okay. Hier hat er eine 7. Aber dann legen wir den hier hin. Da. Also den haben wir definitiv. Nee, den hatte ich aber nicht neu. Na gut, dann lassen wir den mal in Ruhe, speichern nochmal ab und laufen nochmal in die Bibliothek und probieren es nochmal. Und danach spielen wir aber mal weiter in der Story. Wir haben wirklich echt lange Karten gespielt jetzt wieder, aber das habe ich auch bei FF9 schon echt durchgezogen, richtig lange mal Karten zu spielen. Da sind dann auch Folgen auf YouTube rausgekommen, wo es echt nur ums Kartenspielen ging. Wahrscheinlich für den einen oder anderen mega langweilig sind einfach. So, zwei Morballs jetzt, okay. Okay. Gut. Herr Harmut hat meine Kartenhand bestimmt. Wisst ihr jetzt alle Bescheid? Unsere Kartenhand ist also jetzt. Als Vorarbeit, krass. Also unsere Kartenhand beträgt jetzt also Invictus, Morball und ist das okay. Mal gucken. Wir haben ja abgespeichert. Wir können ja erstmal die da hinten probieren. Die hatte, glaube ich, auch gute Karten. Ich guck mal. Hier, die da. Nein! Ach, Menno. Ich will nicht rauslaufen. Ich will hier rein. Die hier hatte, glaube ich, nämlich auch ganz gute Karten. Warte. Invictus ist hier unten. Okay. Ja, die hat nämlich auch ganz schön gute Karten. Warte. Nein. Nein, dann können wir unseren Morball hier mal hinhauen. Warte mal, hat er da eine 7? Ja, hat er. Er hat oben aber keine 7. Okay. Hat links auch keine 7. Aber er kann sich den dann wiederholen. Aber dann hole ich mir den.
So. Den habe ich neu. Ja, Drache, ich sollte. Neu. Und den auch. Cool. Na gut, dann probieren wir es nochmal. Dann probieren wir es nochmal gegen den anderen Typi. Hallo? So. Da. Da. So. Okay, er fängt an. Oh, der hat echt gute Karten. Okay. Ich würde trotzdem... Warte mal, ja. Warte. Hat er... Oben nur eine 7, 6, 6, 3. Und links 4, 2, 5, 6. Könnten wir einfach auf... Hier. Okay, 6, 3. Genau. Bam. Ich glaube, hier sind ein paar neue Karten dabei. Jo, der. Ja. Und der. Und der auch. Richtig viele neue Karten. Aber wir haben keine El Noir-Karte. Ich probiere es mal nochmal eben. Keine einzige. Tatsächlich. Gott, hä? Wieder nicht. Er mag kein El Noir. Okay, dann gehen wir mal noch zu ihr gleich. Warte mal. 6, 4, 3, 6. Oben hat er eine 7 leider. So. Na, da mal, ja, das ist halt immer, das ist halt immer die Glückssache, ob die auch eingesetzt werden, ne? Wow. Wieder so viele neue. Krass. Na gut, dann gehen wir mal zu Karowaki. Zwischendrin können wir auch nochmal abspeichern. So. Ja. Das kann ich auch wirklich mit tatsächlich behaupten, dass ich bei Final Fantasy 8 zu Beginn des Spiels nie so viele Karten hatte und schon gar nicht Quistes. Na, und schon und doch den Mokri nicht. Das ist schon echt cool. Das ist wirklich cool. Nee, nicht Mensa. Ach Quatsch. Ich wollte ins Lazarett. Ach Quatsch. Alle hier lang. Das war das, der Schulhof. Das Lazarett war hier unten. Karten? Früher habe ich oft gespielt, aber in letzter Zeit. Spielst du jetzt sehr gegen mich? Nein, so. Ah ja. Oh, so Monkey Kid. Ja, Monkey Kid, ja. Ach, ich habe so gute Karten. So. Oh, hier. Tada. Da und da. Ich glaube, die haben wir alle auch schon. Er hat aber eine, da eine 7. Er hat links keine 7. Okay.
Ja, das war nämlich klar. Da ist keine neue dabei. Dann probieren wir es nochmal. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Ich habe das sonst immer gehasst, weil ich immer das Kartenspiel nicht konnte. Also diese Vollregel habe ich dann immer nicht gespielt. Aber das ist halt echt cool. Tatsächlich, ne? Oh. Ja, wir können uns jetzt nur hier mit Ifrit schützen. Ehrlich gesagt, sogar. Aber warte. Je nachdem, welchen... Ich setze Ifrit mal dahin. Mal gucken, was er macht. Ja gut, dann ist es unentschieden. Die macht. Na gut. Ja, ich lasse es jetzt mal. Wir haben ein paar coole Karten wieder gesammelt. Müssen wir später mal gucken, ob wir nochmal irgendwo Elviol kriegen können. Elnoir, sorry. Wir speichern jetzt ab und gehen mal endlich in der Story weiter. So. Genau. Wir sollten uns jetzt umziehen gehen. Ich habe nicht so viele. Warte. Abyss-Wurm. Wo ist denn der Abyss-Wurm? Zwei. Leider nur zwei. Ja, habe ich noch nicht sammeln können. Weil die werden halt auch echt selten eingesetzt. Das ist halt das Doofe. Die Frage ist, wer setzt denn die ein? Warte, was war das jetzt gerade noch? Warte mal. Was ist denn Wildhook? Was ist der noch? Okay, komischer. Na gut, okay. Hat einer von euch einen Abysswurm? Nee, wollt gar nicht mit mir spielen, ihr Blöden. Wollt nur Karten spielen. Wer wollte ich? Na gut, okay. Ja. Huch. Dann zur Bibliothek zurück. Hi Typi, hallo. Wir wollen nochmal Karten spielen. Let's go. Mitte. Du meinst... Ja, hier. Ja, warte mal. Okay, warte. Ah, oh, jetzt habe ich sie, glaube ich, oder? Oha, krass, okay. Ah, dann war ich wahrscheinlich ein Pixel zu weit vorhin. Ich habe nämlich vorhin das hier schon mal versucht oder abzusuchen versucht. Ja, genau, denn ich möchte auch versuchen, Doomtrain wieder zu kriegen. Ne? Ne? Cold Fan 1, ungeklärte Fälle. Monster auf ungeklärte Weise umgekommen. Odell Burg, 67 aus Timbar, arbeitete auf dem Feld, als er einen lauten Knall hörte. Als er sich umsah, entdeckte er zahlreiche tote Monster. Mr. Burg meinte, es passierte aus heiterem Himmel, als ich den Zaun reparierte. Jetzt lag der Tod am lichten Tag. Nein, so, wieder raus. So, dann suchen wir nochmal, gucken wir nochmal weiter, versuchen einen Abyssform zu kriegen. Abyssform, bitte setz einen Abyssform ein. Ja, stimmt. Probieren wir mal bei einem von denen. Wir gehen mal erst zur Kadowaki. Oder erst zum Opa. Komm, wir gehen erst zum Opa.
War zwischendurch speichern wir nochmal. Vermutlich werde ich das Kartenspiel für die Folgen einfach rausnehmen. Einfach springen und das mal, muss ich dann mal kurz nochmal dann sagen. Ja. So, warte mal. So, ja. Wir probieren es nochmal. Gegen ihn. Was? Warte, was? Flair in Stärke mit 20% und 40% gibt... Wow, krass. Okay, das ist heftig. Ja, dann hat man natürlich einen mega Angriff, ja. Ja, okay. Krass. Gut, mal zu Karowaki. War Hilfe. Ja. Wir wollen ins Lazarett. Da, hallo? Da. Okay. So. Gut, dann lassen wir es mal gut sein. Ja, wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel Karten gespielt. Mal kurz noch für die YouTube-Folge, die dann, wo das dann irgendwie geskippt ist. Deswegen waren wir jetzt gerade bei Karowaki. Ja, na klar, können wir Firma machen, die Karten später noch verwandeln. Können wir jetzt gerade noch nicht tun. Also wir haben jetzt gerade sehr viel Karten gespielt, deswegen nicht wundern, dass wir jetzt von Punkt A auf einmal bei Punkt B waren. Aber ihr habt ja auch, glaube ich, ein paar Sprünge gemerkt dann in der Folge. Also alle, die jetzt dann das dann die Folge schauen. Denn wir haben jetzt zwischendurch noch die Okkult-Fan gefunden, ne? Das war ja auf jeden Fall noch was Wichtiges, was ich dann auf jeden Fall auch zeigen wollte. So. Was, weil du nicht die Karte besitzen musst, um alle Karten Erfolg zu erhalten? Okay. Genau. Denn wir haben jetzt gerade ein paar Karten gefarmt, deswegen haben wir sehr lange Karten gespielt. Das war dann tatsächlich auch nur im Livestream zu sehen. Warte, doch Quartiere. Das heißt, wer das Kartenspiel echt geil findet und da zugucken möchte, einfach mal im Livestream vorbeischauen. Da könnt ihr dann auf jeden Fall gerne auch mal gucken, wie ich stundenlang Karten spiele. So, wir wollen uns umziehen. Wir haben wirklich schon viele Karten gesammelt. Wir haben zum Beispiel auch schon die Quistis-Karte. Tatsächlich. Dank dem lieben Bahamut, der mir hier sehr geholfen hat, tatsächlich, weil ich mit diesem Kartenspiel sonst immer nicht klarkam. So. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Story weiter. So. Genau, wir müssen jetzt wieder runter. Werte? Squall! Squall! Wie bezüglich Werte? Wir haben ja noch gar keinen Kartenwandler. Den müssen wir erst noch lernen. So. Hier ist die Zusammenstellung für den Testeinsatz. Du bist zusammen mit Xeldinst. Das ist der etwas lebhafte Typ. Okay. Dann kommen wir gleich in Donald. Alles klar. Der nervt nur herum. Können wir die Zusammenstellung ändern? Ja, Xell ist cool, Mann. Das ist einfach cool. Xell ist cool. Squall soll den nicht so haben. Xell ist cool. Ah, Cypher nervt. Der nervt wirklich. Ey, der nervt. Es gibt wirklich viele Cypher-Fans tatsächlich, ne? Kann ich nicht verstehen. Ich finde Cypher so nervtötend einfach, der Typ. Der ist echt so ein Lappen, oder? Der lässt sich ja ständig von uns besiegen später. Alter, der Typ. Der nervt einfach. Das geht nicht. Xell dinscht. Yeah! Bester Mann, Xell. Ja, Xell, der Beste! Yeah, cooler Typ. Yo, sind wir zusammen? Ach, Squall einfach. Oh Gott, nein. Muss jetzt nicht sein. Ich glaube, das war so, dass man einsehen kann, der hat ja auch bestimmte... hier Dingens, Limit-Attacken und so. Warte. Warte mal, ich muss mal hier kurz was gucken. Das erlaube ich. Den Lappen ist in Ordnung.
So. Das. Ja, Cypher einfach, ne? Oh Gott, der kann nix. Cypher kann einfach nix. So. Du scheinst ja mit Cypher nicht auszukommen. Heute früh hast du dich mit ihm gestritten und abgelost, oder? Das war kein Streit, wir haben trainiert. Das glaubst nur du. Cypher will dich doch nur ärgern. Du darfst ihn nicht provozieren lassen. Was geht dich das an? Hört mal. Der Cypher ist, euer Truppenführer. Truppenführer? Er? Keine Änderung möglich. Cypher, bist du hier, Cypher? Die Leibgarde Fujin und Raijin. Der komplette Ordnungsdienst. Du bist der Truppenführer. Viel Glück. Twisted Streep. Ich mag es nicht, wenn man mir viel Glück wünscht. Glück brauchen nur Leute, die nichts taugen. Verstehe. Viel Glück, Cypher. Sehr gut. Sehr gut. Ja, oder? Der Typ einfach. Setzt Quistus auf die Liste. Die Liste? Was wohl da drin steht? Wohl eher wer? Okay, Leute. Ihr seid der B-Trupp. Ich bin der zuständige Ausbilder. Achtet auf Teamwork und zieht die Prüfung erfolgreich durch. Teamwork bedeutet, dass ihr mir nicht in die Quere kommt. Das ist Regel Nummer 1 des B-Trupps. Vergesst das nicht, klar? Sind alle beisammen? Schön, Sie zu sehen. Ich bin Direktor Sid. An dieser Prüfung nehmen 12 Personen teil, aufgegliedert in Trupps A bis D. Der Ort, wohin Sie sich nun begeben, ist ein reelles Schlachtfeld. Die Kämpfe sind ebenso real. Oh ja, irgendwie sieht er ihm voll ähnlich, oder? Jetzt, wo du es gerade geschrieben hast, ne? Oh ja, ey, irgendwie voll krass. Wenn es davon eine Verfilmung geben würde, der wäre der perfekte Darsteller für ihn. Er wäre einfach der perfekte gewesen. Oh, schade einfach. Naja, gut. Eine Welt, wo Leben und Tod, Sieg und Niederlage, Ruhm und Schmach dicht beieinander liegen. Das alles wird sie begleiten. Eine Welt, die sie bisher noch nicht erlebt haben dürften. Nun empfindet jemand Furcht? Es werden 9 reguläre Seeds teilnehmen. Auch wenn sie nicht überleben sollten, werden die Seeds die Mission erfüllen. Diesbezüglich brauchen sie sich also keine Sorgen zu machen. Alter, aber um das Leben schon, hallo? Der Typ. Ja, auch wenn sie sterben, alles cool. Die Version werden wir trotzdem schaffen. Alter, der Typ. Die Spezialeinheit Seed, der Stolz des Bellen Garden. Lernen Sie von ihnen und befolgen Sie deren Befehle. Bestehen Sie die Prüfung. Sie müssen uns davon überzeugen, dass Sie als Seed geeignet sind. Ja, mal guckt einfach. Es wird langsam Zeit. Oh, wir gehen, okay. Wo sind wir? Ach, hallo? Ey, wir waren vor Cell.